Ich möchte die nächsten zwei Tänze ansagen und ich drehe es mal um. Ich sage die Solistin zuerst an, aber liebe Techniker, die Reihenfolge bleibt wie gehabt. Ich möchte als erstes Hanan Kadur ankündigen, die jetzt aber als zweite tanzen wird. Und für Hanan Kadur, schaut mal, ist der Zettel so. Da steht nur Hanan Kadur drauf. Weil Hanan Kadur kündige ich gerne ohne jede Stichworte an. Hanan ist meine beste Freundin und wir tanzen schon sehr lange zusammen und um uns herum immer wieder haben uns mal bei Rehan, wer sie noch kennt, in einem Kurs kennengelernt, als ich nach Frankfurt gekommen bin. Das war, oh Gott, 99. Ich bin Frankfurterin, nicht, dass jetzt einer anfängt, aber ich war zum Studieren außerhalb und bin 99 wiedergekommen. Dann haben wir uns kennengelernt, haben uns aus den Augen verloren und dann haben wir uns 2008 zufällig zeitgleich selbstständig gemacht und treffen uns an der Tür zu so einer Beratungsstelle für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Die Hanan kommt raus und ich gehe rein. Und da war der Kontakt wieder geknüpft. Ich hatte noch meine Tochter in Schlepptau und die sitzt übrigens ab. Sie wird mich hassen. Da hinten an der großen Kamera, da sitzt meine Tochter, wer schon immer mal spicken wollte. Ne? Einige wissen ja, dass ich eine Tochter habe und die sagen immer, ah, kann die Penny nicht mal kommen? Kann die nicht auch mal tanzen? Die hat früher so schön getanzt. Jetzt könnt ihr mal gucken, die ist mittlerweile fast 20. Keine Ahnung, wie sie mittlerweile tanzt. Leider kein Bauchtanz mehr.